Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und ich habe heute endlich mal meine Haarroutine für euch. Ich zeige euch zum einen, wie meine Haarroutine aussieht. Ich erzähle euch aber auch ganz, ganz viel zu Produkten, die ich verwende, gebe euch gute Tipps und gute Tricks, die für mich auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Und falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst, dir mein Content gefällt, dann würde ich mich vorab schon mal sehr über ein Abo von dir freuen. Und wenn du anschließend das kleine Glöckchen unter dem Video hier aktivierst, dann bekommst du jedes Mal auch eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Und das alles ist für dich auch völlig kostenlos. Und wenn ihr sehen wollt, wie meine Haarroutine aussieht und welche Tipps und Tricks ich für euch habe, dann bleibt jetzt dran. So, da sind wir mal wieder in meinem Bad. Ich hoffe übrigens, dass ihr die Lüftung nicht allzu sehr hört. Ich habe ja extra auch jetzt ein Mikrofon, um so ein bisschen auch außenrum die Geräusche auszuschalten. Aber die Lüftung geht halt immer an, wenn man es nicht anmacht. Insofern, excuse me. Ich habe auf jeden Fall meine Haare eine ganze Weile nicht gewaschen. Das müssten jetzt etwa wieder so 5 Tage gewesen sein. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass meine Haare auch gut durchgefettet sind. Ich warte immer, bis meine Kopfhaut so gut durchgefettet ist, dass ich wirklich auch das Fett an meinen Haaren sehe. Ich weiß, dass vielen da draußen das sehr unangenehm ist. Bei mir ist es im Moment so, dass ich viel zu Hause bin und dass ich einfach auch nicht so dieses Bedürfnis habe, wenn ich eben rausgehe, dann auch meine Haare zu waschen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir an euch. Wenn ihr nicht unbedingt raus müsst, lasst eure Haare durchfetten. Versucht vielleicht auch eure Haarwaschtage so zu planen, dass ihr zum Beispiel dann auch am Wochenende diese Phase dann nochmal wirklich um diese 2 Tage verlängern könnt, wenn es dann eben möglich ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall Tipp Nummer 1. Und wenn ihr eure Haare eigentlich waschen würdet, dann probiert auf jeden Fall auch mal Trockenshampoo aus, einen Tag lang, denn Trockenshampoo macht auf jeden Fall auch noch mal ganz viel aus. Bevor ich meine Haare jetzt gleich wasche, werde ich sie auf jeden Fall einmal durchkämmen und einfach so diese Haare, die dann ja eben sowieso auch ausfallen, noch mal so rauszuziehen. Und mehr mache ich auch gar nicht, bevor ich waschen gehe. Genau, ich werde jetzt meine Haare waschen und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zeigen, was ich dann eben hinterher mit meinen Haaren mache. So, da bin ich wieder frisch geduscht, eingecremt, fertig gemacht und meine Haare lasse ich immer so lange, wie es geht, in diesem Handtuch noch trocknen. Das ist ein Mikrofaserhandtuch und das hat die Eigenschaft, dass es wirklich extrem gut Feuchtigkeit aufsaugt und ich kann es von Herzen wirklich nur empfehlen. Ich verlinke es euch, so wie alle anderen Produkte natürlich auch, wieder unten in der Infobox. Da gab es 2 Stück für, ich glaube, 10 Euro oder so. Lasst es euch einfach mal zum Geburtstag schenken, zu Weihnachten oder sonst irgendeiner Gelegenheit oder gönnt euch einfach mal selber was. Und ich mache jetzt meine Haare einfach noch so ein bisschen trocken. Und dann kämme ich sie einmal durch und dann gehe ich mit euch im Schnelldurchlauf mit ein wenig entspannender Musik im Hintergrund einmal meine Routine durch und dann sehen wir uns hinterher auch nochmal wieder. Bis gleich! Wieder und ich habe jetzt meine Haare auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, auch schon getrocknet und bearbeitet und ich wollte euch jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen, welche Produkte ich eben auch aus welchem Grund verwende. Einmal zum Thema Waschen selbst. Was für mich natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist ein Silbershampoo, denn meine weißen Haare wären nicht weiß, sondern gelb, wenn ich nicht so ein Silber- oder Lila-Shampoo verwenden würde. Ich habe hier aktuell eins von Fanula, das No Yellow Shampoo. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall auch sehr intensiv. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier 1000 Milliliter davon. Und das ist auf jeden Fall auch sehr stark. Also wenn ihr das zu lange einwirken lasst, dann bekommt ihr auf jeden Fall, vor allem ich hier mit meinen weißen Haaren, bekomme ich auch auf jeden Fall immer gleich so lilafarbene Haare. Im Prinzip sieht so das Shampoo aus. Solltet ihr keine blond gefärbten Haare haben und nicht auf diesen Silberstich Wert legen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ein Bio-Shampoo zu verwenden, weil es einfach eure Haare weniger belastet. Und ich habe auf jeden Fall auch immer gerne ein Shampoo da, was eben frei von Paraben, Silikon und so weiter ist, um einfach meine Haare nicht unnötig zu belasten. Und aktuell habe ich hier eins von Botanicals. Bitte lasst euch nicht beirren, wir haben hier einfach extrem, extrem kalkhaltiges, also hartes Wasser, weil ich ja in der Nähe von der Fränkischen Schweiz wohne und das Wasser, was wir bekommen, das läuft einmal durch die Fränkische Schweiz durch und da ist eben sehr viel Kalkstein und deswegen sieht alles bei mir in der Dusche in sehr kurzer Zeit so aus. Umso wichtiger ist es aber eben auch, dass ich meine Haare sehr gut pflege, weil sie sonst sehr stark austrocknen würde.
Ich habe hier aktuell, wie gesagt, ein weiteres Shampoo von Botanicals mit Arnika. Das ist ein reparierendes Shampoo. Ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, wenn ihr gefärbte Haare, blondierte Haare habt. Auch wenn euer Haar sich vielleicht aktuell nicht kaputt anfühlt, aber durch die Blondierung sind natürlich eure Haare angegriffen oder generell auch blonde Haare sind ja auch sehr viel anfälliger. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall auch dieses Shampoo sehr empfehlen. Und was ich auch und zwar immer mal wieder verwende, ist dieses Shampoo hier. Und zwar ist das für irritierte Kopfhaut. Das Glint, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Glint Swiss Formula Derma Regulate Shampoo. Und zwar habe ich das direkt von meiner Friseurin auch bekommen, weil ich häufig das Problem habe, dass ich irritierte Kopfhaut habe. Das habe ich jetzt zum einen gehabt, nachdem natürlich die Blondierung bis an meine Kopfhaut war und wir auch mehrere Male raufgehen mussten, es dann immer wieder zwischendurch gewaschen wurde. Das Silbershampoo ist auch nicht besonders gut für die Kopfhaut und so weiter. Oder auch so zwischendurch habe ich manchmal das Problem, dass ich so fettige Haare habe und trotzdem Schuppen. Und dass ich manchmal so, ich hatte das mal so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren etwa, dass meine Haare irgendwie nach paar Stunden schon wieder, nach paar Stunden waschen, dass meine Haare ein paar Stunden nach dem Waschen schon wieder total fettig waren und trotzdem auch, wie gesagt, sehr schuppig und die Kopfhaut irgendwie so angetrocknet war. Und da hilft mir dieses Shampoo. Und das verwende ich dann so 5 bis 10 Mal unter der Dusche. Das mache ich meistens dann auch vor dem Silbershampoo. Und das wirkt wirklich wahre Wunder. Also das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Sprecht da auf jeden Fall, weil wenn ihr dieses Problem habt, auch mal mit eurem Friseur. Und stelle ich das einfach wieder in den Schrank und dann hole ich es wieder raus, wenn ich es wieder brauche. Zur Pflege unter der Dusche kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, regelmäßig eine Haarkur oder eine Maske zu machen. Haarkur und Maske ist im Prinzip dasselbe, bloß dass es einfach einen anderen Namen hat. Und ich wechsle meistens so zwischen den Produkten ab. Einmal habe ich hier von Garnier, wahre Schätze, so eine Haarmaske. Die ist auf jeden Fall auch schon voll kalkig. Die ist auf jeden Fall auch schon fast leer, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt auch dabei, gerade den letzten Rest aufzubrauchen. Und die mag ich wirklich extrem, extrem gern. Die pflegt meine Haare wirklich und ich wende die Kur oder Maske immer so an, dass ich direkt nach dem Auswaschen der Haare mir eine relativ große Menge tatsächlich anfange, in die Längen und Spitzen einzuarbeiten. Und dann gehe ich gerade hier hinten auch bis zur Kopfhaut durch. Denn hier oben habe ich häufig das Problem, dass meine Kopfhaut sehr angespannt sich anfühlt, dass sie manchmal auch richtig wehtut und deswegen arbeite ich mir manchmal auch ein bisschen hier an den Schädel. Und die zweite, die ich aktuell auch gerne verwende, ist von Balea. Ich weiß, die meisten Friseure da draußen schreien, oh mein Gott, die günstigen Marken von der Drogerie, aber ich mag sie. Das ist eine Oil Repair Schwerelos Creme Kur. Die sieht so aus. Riecht auf jeden Fall auch sehr angenehm, aber auch nicht zu stark parfümiert. Und die mag ich auf jeden Fall auch. Die hat eben auch Öl mit drin, deswegen heißt sie auch Oil Repair. Und die beiden im Wechsel verwende ich, wie gesagt, immer. Und die kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und ich verwende auch bei jeder Dusche oder bei jedem Mal Haare waschen eine Kur. Nachdem ihr eine Kur aufgetragen habt, müsst ihr eure Haare auf jeden Fall versiegeln. Auch wenn ihr keine Kur auftragt, solltet ihr, wenn ihr die Haare gewaschen habt, sie hinterher wieder versiegeln. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr auf den Haaren so kleine Schuppen drauf habt. Und durch das Shampoo werden die Schuppen einmal so geöffnet. Das Shampoo und auch das Wasser und so weiter kann in die Haare eindringen, kann sie richtig schön quasi sauber waschen. Und anschließend müssen die Haare einfach oder die Schuppen wieder einfach so an die Haare angelegt werden. Und dafür braucht ihr eine Spülung. Benutzt auf jeden Fall eine Spülung, egal ob ihr Männlein oder Weiblein seid, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ihr werdet auch merken, dass es auch für die Kennbarkeit hinterher nochmal einen großen Unterschied macht. Und ich verwende aktuell eine Silberglanzspülung von Balea. Ich habe mal eine Zeit gehabt, da musste ich meine Haare nicht jedes Mal mit einem Silbershampoo waschen, sondern nur alle 2 Male. Und da habe ich dann eben immer, wenn ich das nicht gemacht habe, diese Silberglanzspülung verwendet. Ich muss allerdings sagen, die hat jetzt für mich nicht so wahnsinnige Effekte gemacht. Also ich brauche sie jetzt natürlich auf und sie erfüllt trotzdem ihren Zweck, den eine Spülung halt nun mal machen soll. Übrigens ist eine Spülung und ein Conditioner auch dasselbe, falls ihr euch das schon mal gefragt habt. Deswegen brauche ich sie auf jeden Fall noch auf. Aber ich würde sie mir nicht unbedingt nochmal nachkaufen, weil sie nicht unbedingt den Zweck erfüllt, den, ja, den sie verspricht, in meinen Augen. Und dann habe ich hier noch eine Spülung von Elvital. Und zwar ist die mit Tonerde eine Absolue-Pflegespülung mit 3 Tonerdesorten. Also auf jeden Fall auch ganz cool. Und die habe ich mir auch gekauft, als ich dieses Problem hatte mit dieser irritierten Kopfhaut, mit diesem fettigen Ansatz und trockenen Spitzen. Und das ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine sehr schöne Spülung. L'Oreal möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt supporten, weil sie ja auch mit Tierversuchen machen und so weiter. Aber ich habe sie jetzt halt da, deswegen werde ich sie natürlich auch aufbrauchen. Und ich finde sie wirklich auch ganz gut. Sie riecht auch sehr, sehr gut und sie erfüllt auf jeden Fall auch ihren Zweck. Da man ja eine Spülung nicht unbedingt bis an die Kopfhaut anbringt, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt diese
diesen Effekt so bestätigen kann, möchte oder muss. Aber sie erfüllt auf jeden Fall auch ihren Zweck, eben meine Haare zu versiegeln nach der Wäsche. Und dann kommen wir immer noch zur Pflege, nachdem ich meine Haare gewaschen habe. Und zwar erstmal noch im noch nassen Zustand. Als erstes kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, ein Haarserum zu verwenden. Ein Haarserum hat im Prinzip einen ähnlichen oder fast gleichen Effekt wie auch ein Serum fürs Gesicht. Und zwar pflegt ihr einfach eure Haare sehr intensiv mit dem, was es eben verspricht. Das hier ist jetzt von Dodith Williams, das habe ich mal zugeschickt bekommen, ein Reparaturhaarserum mit Kamillenextrakt. Das soll ein Problemlöser für strapaziertes Haar sein und repariert Haarschäden schon an der Haarwurzel. Und ich gebe mir das eben immer so auf, dass ich eben hier dieses kleine Deckelchen natürlich einmal abdrehe und dann gebe ich es mir hier eben einfach direkt an die Kopfhaut und massiere es mir so richtig schön ein. Und dann gehe ich hinterher und bürste die Haare noch einmal durch, sodass es eben auch so ein bisschen in die Länge kommen kann. Und bisher muss ich sagen, finde ich es ganz angenehm. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Kopfhaut ist, also zum einen merke ich, dass meine Kopfhaut es auch verträgt und zum anderen, dass sie es auch gut annimmt. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, kann ich es aktuell auch empfehlen. Hat auch einen ganz dezenten und angenehmen Duft und ja, probiert es mal aus, so ein Haarserum. Ich finde es auf jeden Fall super. Dann gibt es noch mal so ein paar Leave-In Kur, Pflege, wie auch immer Produkte. Und zwar, wenn ihr eben eure Haare nicht in der Dusche schon zum Beispiel eben mit einer Kur versorgt habt, dann könnt ihr hier so eine Leave-In-Kur verwenden. Das mache ich immer mal so zwischendurch. Also ich wechsle diese ganzen verschiedenen Methoden immer so in überhaupt gar keiner Regelmäßigkeit einfach ab. Diese Kur hier ist vom Pure 97, also das ist ja auch alles Naturkosmetik sozusagen und die ist mit Jasmin und Kokosnussöl. Riecht auf jeden Fall richtig dezent und sehr, sehr angenehm und ich liebe den Duft von Jasmin und auch den von Kokosnuss, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, weil das ist zum einen feuchtigkeitsspendend, aber hat auch einen Hitzeschutz. Das finde ich auf jeden Fall deswegen auch sehr, sehr cool. Ich habe sogar mal gehört, wenn man sich Leave-In-Produkte, zum Beispiel auch eine Leave-In-Spülung einarbeitet, dass man dann sowieso auch schon fast seinen Hitzeschutz drin hat, weil man sich es eben nicht auswäscht. Bin ich mir aber auch immer nicht ganz so sicher, deswegen gebe ich mir trotzdem immer noch einen Hitzeschutzspray drauf. Aber das kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen. Davon gebe ich mir so 1 bis 3 Spritzer auf meine Hand und dann verteile ich es mir eben auch in die Längen. Und das mag ich auf jeden Fall auch sehr gern. Was ich auf jeden Fall auch sehr praktisch finde, ist, dass eben sehr ergiebig ist, dadurch, dass es eben so konzentriert ist und man kann es eben auch sehr gut mal auf die Reise mitnehmen. Also das finde ich auf jeden Fall auch sehr praktisch. Und übrigens ist es keine Kur, sondern ein Cremeöl. Also im Prinzip kann man sich das dann eben zum Beispiel auch nach einer Kur und einer Spülung nochmal mit einarbeiten als pflegendes Öl für die Haare. Eine Kur habe ich nämlich hier von Alverde und zwar ist das eine Sprühkur, also eine 2-Phasen-Sprühkur. Hier sind also 2 Phasen drin, man muss es auf jeden Fall vorher deswegen sehr, sehr gut schütteln. Hier ist Bio-Mandel und Bio-Argan drin für trockenes und sprödes Haar. Das ist auf jeden Fall eben das Äquivalent zu dem Produkt, was ich euch gerade gezeigt habe. Wenn ihr eben das mal auf Reisen mitnehmen wollt oder so, finde ich es auf jeden Fall auch sehr, sehr praktisch und es pflegt meine Haare gut und ja, ich mag es auf jeden Fall sehr und kann es deswegen auch nur empfehlen. Und um eure Haare dann eben zum Beispiel nach der Dusche, nach der Wäsche zu versiegeln mit einer, falls ihr das eben in der Dusche noch nicht mit einer Spülung gemacht habt, gibt es auch solche Leave-In-Spülungen oder Leave-In-Conditioner. Und hier habe ich eine von Tigi oder Tigi, die Ego Boost Split and Mender Leave-In Spülung. Finde ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Produkt. Ist relativ flüssig so im Verhältnis zu sonstigen Spülungen und kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Also finde ich auch ein richtig cooles Produkt und ich mag es manchmal einfach wirklich so Leave-In-Produkte in meine Haare einzugeben und einfach zu wissen, sie bleiben drin und sie pflegen meine Haare und schützen sie. Ein absolutes Must-Have ist auf jeden Fall auch ein Haaröl. Und zwar gibt es die auch, wie ihr sehen könnt, in verschiedenen Varianten. Nach der Dusche, nachdem ich all diese anderen Produkte gerade aufgetragen habe, nach der Wäsche, gebe ich mir meistens so ein Sprühöl nochmal in die Haare. Das hat hier so 2 Phasen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und zwar ist das eine Pflegeformel mit Keratin und Monoiöl oder Monoi. Und das ist auf jeden Fall auch ein Sonnenschutzspray. Gerade blonde Haare sind ja vor der Sonne nicht besonders gut geschützt. Und deswegen ist es sozusagen einfach ein Lichtschutzfaktor für eure Haare. Und das schüttel ich dann einfach sehr, sehr gut und dann gebe ich mir da einfach ein paar Spritzer von auf die Hände und verteile mir das eben wirklich auch dann wieder in die ganzen Haare, fange wieder bei den Längen und Spitzen an und arbeite es mir dann so Stück für Stück nach oben. Und das ist ein Produkt, was ich eben aktuell, wie gesagt, immer nach der Wäsche benutze, als allerletzten Schritt, bevor ich dann eben meine Haare zum Trocknen aufhänge. Und was ich ansonsten jeden Tag benutze, ist ein Haaröl. Und zwar benutze ich das immer abends als festen Bestandteil meiner Abendroutine.
meine Abendpflegeroutine. Und zwar habe ich aktuell eins von Balea, ein Oil Repair Schwerelos Pre-Wash Haaröl. Also das soll man eigentlich so verwenden, dass man so 10 bis 15 Minuten, bevor man sich die Haare wäscht, dieses Öl halt sehr schön in die Haare eingibt und dass man das dann eben sozusagen auswaschen kann. Sehr gern in Verbindung dann auch mit dieser Kur und ist für feines und trockenes Haar. Deswegen, also feines Haar ist natürlich immer so ein bisschen beschwert, wenn man hinterher noch Produkte einarbeitet. Ich habe das Problem zum Beispiel auch, dass natürlich sich meine Locken dann sonst schneller aushängen und so weiter. Aber mir ist es ehrlich gesagt egal, weil ich meine Haare einfach sehr, sehr gerne pflege. Gerade natürlich auch, weil sie so extrem blond sind. Ich meine, ihr seht hier, welche Farbe meine Haare eigentlich haben. Und so ein Öl kann ich deswegen nur wärmstens empfehlen. Ihr müsst euch auch eigentlich keins in der Drogerie kaufen. Ihr könnt auch zum Beispiel Jojobaöl nehmen oder Rizinusöl oder Kokosöl und euch das einfach so ein bisschen in die Haare einarbeiten. Also da muss man auch eigentlich gar nicht großartig rummachen. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ganz große Empfehlung von mir. Versucht es bei euch in die Abend- oder Morgenroutine mit einzuarbeiten und eure Haare werden es lieben. Glaubt mir. Und vielleicht nochmal so als allerletzten Tipp, wenn es um das Styling mehr oder weniger geht. Und zwar habe ich hier einmal eine Bürste, die ich euch gerne empfehlen möchte. Diese hier, das ist ein Laden bei uns in der Nähe, Grüne Erde. Ich weiß nicht, ob man die auch sonst irgendwo kriegt, aber ich versuche euch mal eine ähnliche unten in der Infobox zu verlinken. Und die mag ich sehr gern, weil die Borsten so weit auseinander stehen. Und dadurch ist sie so ein bisschen Detangling, also sie trennt meine Haare einfach sehr, sehr gut und ich kann es sogar im nassen Zustand sehr, sehr gut waschen. Und das ist halt auch ein reines Naturprodukt. Also wie ihr sehen könnt, die ist aus Holz und deswegen mag ich diese Bürste wirklich sehr, sehr gern. Kann ich deswegen auch nur wärmstens empfehlen. Und ich kämme meine Haare so 2-mal am Tag etwa. Ihr solltet eure Haare übrigens auch regelmäßig kämmen. Das tut eurer Kopfhaut ganz gut und ich finde, es tut einem selbst auch immer ganz gut. Und außerdem zieht ihr so eben auch dann so die Haare raus, die ich schon so ausgefallen sind. Und der nächste und auch letzte Tipp, den ich für euch habe, ist das Verwenden von Scrunchies. Also jeder von uns kennt ja diese normalen Haargummis, die man eben, also ganz normale Haargummis, wo eben so ein bisschen Stoff drum gewickelt ist. Manchmal oder früher gab es die vor allem auch noch so mit so einer kleinen Metallschlaufe, damit das eben schön festhält. Die sind wirklich einfach nur schlecht für eure Haare. Metall ist schlecht für eure Haare. Und diese Haargummis, da finde ich immer, dass die Haare dann irgendwie immer so einen Knick haben hinterher. Und deswegen liebe ich einfach Scrunchies. Ja, man muss Scrunchies mögen, man muss auch diesen Style mögen, aber ich persönlich finde ihn einfach mega, mega cool. Und die gibt es auch in ganz verschiedenen Varianten. Ich habe hier zum Beispiel eine mit Samt, dann habe ich hier einen mit ganz normalem Stoff und so einem Muster mit drin. Dann habe ich hier einen, das ist auch so ein Stoff, aber der ist so ein bisschen gummiartig, sodass meine Haare auch einfach sehr gut darin hängen bleiben. Also die gibt es wirklich in ganz vielen verschiedenen Ausführungen und die schonen einfach eure Haare. Wirklich sehr, sehr angenehm. Es gibt die übrigens auch mit Seide, was am allerbesten ist für eure Haare. Und wie gesagt, ich liebe sie einfach, weil sie auch keinen komischen Knick in meine Haare machen. Und von daher ist mein letzter Tipp an euch auf jeden Fall, verwendet Scrunchies. Ja Leute, und das war jetzt eigentlich auch echt ein ziemlich langes Video. Schreibt mir doch jetzt mal unten in die Kommentare, welche Produkte beziehungsweise welche Schritte ihr vielleicht auch schon macht aktuell und bei welchen Schritten ihr jetzt vielleicht auch überrascht wart, dass man sie noch einarbeiten sollte in seine Routine. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr es mir mit einem Daumen nach oben zeigt. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon sehr aufs nächste Video mit euch und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye bye.